武器の多さなんて関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Was geht, Freunde der Tierlisten? Herzlich willkommen zu Dragon Ball Legends hier zurück auf meinem Kanal. Dieses Video nehme ich nach meinem Livestream gerade auf und wenn du mal beim Livestream dabei sein willst, dann solltest du entweder in den Discord wechseln, weil da poste ich natürlich immer, wenn ich live bin, oder einfach ein Abo dalassen und mal sonntags reinschauen, so gegen 16 Uhr meistens fange ich an live zu streamen und ja, Schluss der Werbung und... Fangen wir an mit dem heutigen Thema, die Tierliste. Jetzt ist es aber mal genug da hinten. Wir sind auf der Charaktertierliste und zu der Erklärung für den Neulinge, falls ihr das gerade seht, die 1% Charaktere und Ex-Fighters, also Extreme Fighters, werden mit 7 Sterne bewertet. Das heißt, wenn ihr in einem All-Star-Banner Charaktere drin habt und die 1% sind oder auch die Extreme Units, die sind hier immer auf 7 Sterne bewertet. Zenkai-Charaktere, die im Master-Pack oder Tutorial-Mission drin sind, wie zum Beispiel der Blue Goku oder ja, halt alle Charaktere, die halt im Master-Pack drin sind, die werden mit 14 Sterne bewertet. Die nicht im Master-Pack und so weiter drin sind, mit 9 Sterne. Und Free-to-Play-Zenkai-Charaktere mit 14 Sterne. Zenkai Legends Limited werden mit 7 Sterne bewertet, aber auch zwischendurch mit 3 Sterne, weil die doppelt erwähnt sind. Also... ich werde dazu aber gleich nochmal was sagen und wir haben hier riesige Änderungen in der Tierliste, wenn wir mal hier runterschauen. Ja, Gogeta war ja sowieso schon abgerutscht, jetzt ist auch C18 abgerutscht und der gelbe Gohan ist auf Tier Z aufgerutscht. Der lilane Gohan ist ja schon die ganze Zeit drin gewesen und das, was hier drin ist, ist das erste Mal bei Dragon Ball Legends so gewesen, dass ein kompletter... ja, ich sag mal, Staple Squad hier, in dem Fall die drei Standard-Units, die man immer mitnimmt im Hybrid, Tier Z sind. Glaub mir, es widert mich genauso an wie dich. Und ja, warum sind die da oben, ist eigentlich ziemlich leicht erklärt. Zweimal Überlebensfähigkeit und wenn der dann am Ende überlebt, der Gohan, Last Man Standing, übertriebener Schaden, der sogar einen blauen ohne Farbvorteil besiegen kann. Mehr muss man da, glaube ich, nicht sagen. Wir können aber hier nochmal... die Erläuterung angucken zum Gelben. Ich glaube, beim Lilanen ist es nicht notwendig. Er vermittelt wirklich den Charakter aus dem Anime. Jemand mit einem unbeugsamen Kampfgeist, der alles tun kann, um seinem Team zum Sieg zu verhelfen. Seine Basisstatistiken sind auf der unteren Seite, aber er und seine Teamkollegen machen das mehr als wett. Gohans Toolkit ist einfach sensationell. So sehr hohe Schadensboost, Ausdauer, permanente Kartenziehgeschwindigkeit und jede Menge Unterstützung in einem. Vor allem steht er direkt neben den verrückten Einheiten wie Super Saiyajin, FSK Gohan. Jauf Gohan Pur und Super Saiyajin Gohan Red. Seine Ausdauer und Unterstützung sind für diese beiden absolut von unschätzbarem Wert und Gohan selbst kann sich auf dem Feld mehr als behaupten. Hybrid Saiyan haben fast unerklärlicherweise eine Vielzahl von Ergänzungen und Buffs erhalten und Future Gohan hat von diesen allen profitiert. Da er so ein wichtiger Teil des Teams, bla 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 bla. Das sind ja tolle Aussichten. Ja. Das ist natürlich heftig. Hier oben bei den Saiyan ist nur noch der Super Saiyajin 3, wahrscheinlich wegen seinen guten Tankiness und Teleportation und allem möglichen. Also er hat auch ein sehr gutes Toolkit. Aber über die drei brauchen wir nicht sprechen. Ich finde es halt ein bisschen schade, weil eigentlich dürfte es gar kein Tier Z geben, sondern maximal Tier S. Und wenn die da so ein bisschen abstapeln, situationsbedingt, ist das cool. Aber da wir hier wieder ein absolutes Tier S haben und drei Stück von einem Team da drin sind, was nicht gut ist für die Meta, finde ich, zeigt das schon wieder, dass die Entwickler keine Ahnung haben. Hör auf zu flennen, Nervensäge. Abgerutscht ist C18. Ich glaube, da brauchen wir nicht großartig drüber reden. Android ist aktuell in der Meta ziemlich tot. Kaum einer spielt es. Was nicht heißt, dass C18 nicht mehr gut ist, aber sie hat halt keine vernünftigen Mates. Buu, muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich mir gar nicht so sicher, warum der hier oben ist. Ich würde fast sagen, weil viele Blue-Purple-Teams an der Macht sind. Wir können mal gucken, was die hier dazu sagen. Gut, Buu scheint nicht zu altern, abgesehen von PvP-Änderungen, die Ende des Jahres kommen sollen, die anscheinend dazu gedacht sind, Senkeinheiten zu schwächen. Bis dahin wird er weiterhin das Rückgrat von Regen sein. Ja, kommt schon hin. Wobei ich es Quatsch fände, Senkai-Einheiten zu schwächen, außer die, die zu stark sind. Also sprich Senkai Gohan, vielleicht den Super Saiyajin 3, wobei ich nicht finde, dass der zu stark ist. Genauso wie Blue Goku. Also ich finde die Senkais aktuell nicht zu stark. Ich finde manche LFs einfach viel zu stark.
der Gohan allen voran, in jeglicher Hinsicht. Blue Goku ist immer noch ganz oben, Bardock ist immer noch relativ weit oben, Super Saiyajin 4 auch gerechtfertigt hier oben. Ich muss sagen, Bojack, nee, sehe ich irgendwie nicht hier oben, den sehe ich wesentlich weiter unten. Also seine Ultimate ist stark, aber danach, finde ich, ballert der nicht. Am Arsch ist Duster. Buu, auf jeden Fall gerechtfertigt hier oben auf 6 Sterne, weil durch seine grüne Karte immer wieder Vanish aufladen, er hat einen großen Schadensoutput. Ja, kann man nicht anders sagen. Dann hier der Goku auf jeden Fall auch richtig gut hier oben, weil er kann unendlich lange Kombos machen. Er ist ein Hybrid-Killer. Er kann durch seine Verwandlung sich nochmal heilen, kriegt nochmal Ki zurück, kriegt eine volle Hand. Auch definitiv gerechtfertigt. Das hier finde ich zum Beispiel interessant, weil die stehen ja in direkter Konkurrenz zueinander im Hybrid-Team. Dass die beiden auf einer Stufe sind, finde ich interessant, weil beide blau sind. Der eine gibt, glaube ich, Fernverteidigung, der andere Schlagangriff. Der eine ist ein Tank, der andere eher ein Angreifer, wobei der blaue Gohan, ich konnte ihn jetzt noch nicht so richtig testen, auch sehr viel Damage macht. Finde ich aber interessant, dass sie hier auf einer Stufe stehen. Ich bin mal gespannt, was sie zu dem sagen. Getreu der Natur der meisten Gohan-Varianten, unglaublich widerstandsfähig und geht nicht kampflos unter. Seine Deckung wird nur stärker, wenn jemand in seinem Team besiegt wird, was so nicht richtig ist, weil es ist nicht die Deckung, sondern der Angriff. Und er tauscht seine Deckungsfähigkeit gegen Schaden ein, denn er verursacht, wenn er der letzte Überlebende ist. Er reiht sich in Hybrid Saiyan in das der besten Teams im Spiel als ihr Stat Beast eines Panzers ein. Senkai 2 aufgrund seiner höllischen Offensive auch eine gute Hybrid-Wahl. Ja, das Krasse ist halt, wir haben hier noch einen weiteren Last Man Standing, ne? Also der Trunks ist eigentlich immer gut. Der kriegt, glaube ich, keine Buffs, wenn der letzte ist, aber der ist halt vorher schon extrem stark. Und der hier ist halt erstmal ein Tank und wird, je weniger Charaktere übrig sind, halt immer stärker. Dann haben wir hier Gogeta, stark abgefallen, liegt aber, glaube ich, eher daran, dass er nur im Super Saiyan-Team gespielt werden kann und Super Saiyan halt nicht so weit oben ist. Bardock ist dadurch etwas stärker, weil er halt wahrscheinlich einfach blau ist, vermute ich mal. Da steht immer noch das Gleiche. Was sagen die zu Gogeta? Gogeta Bardock mehr braucht, als Bardock ihn braucht. Ja, das stimmt. Also ich sehe ihn halt nur noch im Super Saiyan und Saiyan-Team, wobei Saiyan halt noch einige Alternativen hat, wie den Vegeta oder den Zenkai Kid Goku oder den Ultra Goku. Dann haben wir hier noch die beiden Piccolos, die auch in direkter Konkurrenz zueinander stehen, je nachdem, ob man mehr auf Fernangriff oder auf Schlagangriff steht. Ja, ich habe Demon King Piccolo nicht so hoch, deswegen, ich würde sagen, der ballert bei mir einfach nicht so, aber er ist immer noch extrem stark. Ich würde, glaube ich, auch eher den Transforming Piccolo nehmen, weil sein Toolkit einfach vielfältiger ist, ein Support noch für das Team beinhaltet und er ultra nervig mit seinem Spezialangriff sein kann. Super 17 ist, glaube ich, stark abgefallen, ist aber halt ziemlich leicht zu erklären. Android ist halt ziemlich tot und darin war er definitiv am besten. In GT wird er wahrscheinlich nicht der Main-Kämpfer sein, da wird wahrscheinlich eher Gogeta da sein, ist aber nach wie vor ein guter Kämpfer, hat halt den Nachteil, dass er in GT nicht wirklich gute Ausrüstung zur Verfügung hat. Super Saiyajin 3, teilweise oft von dem Vierer abgelöst, aber immer noch einer der sehr guten Units, kann ich auch nur jedem empfehlen. Er gibt nochmal Ki, er beschleunigt nochmal dadurch, dass seine Schlagkarte nachzieht, seine Ulti ist ziemlich gut. Also, ja, er steht in Super Saiyajin 4 meiner Meinung nach nicht in viel nach, außer in der Tankiness. Super Saiyajin 4 kann halt viel aus sein, heilt sich nochmal selber, hat auch eine gute Ulti und gibt halt auch nochmal Ki wieder und kann in situativen Momenten halt mit der grünen Karte seinen Kartspeed erhöhen, deswegen durchaus gerechtfertigt. Den Vegeta allerdings, den würde ich etwas weiter nach oben packen, hier so neben den Gogeta vielleicht, weil mit seiner erhöhten Kartenziehgeschwindigkeit und seiner Blast-Orientierung passt er in viele Teams rein, egal ob das Vegeta-Familie ist, Saiyan, GT oder so. Und der hat halt konstant erhöhte Kartenziehgeschwindigkeit, seine Ulti ist auch mega gut, deswegen finde ich jetzt nicht, dass der neben dem Piccolo gehört. Ja, Piccolo wahrscheinlich auch nur hier, weil er als einziger guter lilaner Region-Charakter hier ist und mächtiger Feind.
Weil sonst haben wir, glaube ich, keine Alternative für mächtiger Feind, außer den lila Broly, der aber halt nur Movie-Saga bufft. Deswegen der neue Broly, vielleicht wenn er auf 14 Sterne ist, weiß man noch nicht so genau, aber sein Toolkit ist halt wesentlich vielfältiger, finde ich besser. Gogeta, würde ich fast sagen, zu Recht hier unten, ist kein schlechter Unit. Da er aber seinen Hauptsitz im Movie-Saga Godki und Fusion hat, Fusion halt nicht besonders hoch ist, Movie-Saga nicht besonders hoch ist und Godki immer noch so im unteren Bereich spielt, kann ich verstehen, dass er hier ist. Er ist halt auch nicht so tanky, er kann halt sehr krass austeilen und jemand, der mit ihm gut spielen kann, kann seine grüne Karte 15 Mal gegen mich einsetzen und ich renne trotzdem immer wieder da rein. Aber zu Recht irgendwie hier unten, den sehe ich auch persönlich nicht höher als hier Tier S. Goten kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, ob der gut oder schlecht ist, wenn er, also ich glaube, wenn der LF Gohan nicht rausgekommen wäre, wäre er auf jeden Fall irgendwo so hier, weil, ja, er verbessert alle Gohans insgesamt, also ich sag mal, wenn man keinen LF Gohan hat und den spielen würde, würde der gelbe und der grüne Gohan, der rote Gohan auf jeden Fall massiv von ihm profitieren, auch der blaue Gohan. Weil dann tauscht man Trunks aus, nimmt den blauen Gohan und dann profitiert er halt auch von ihm, weil der einfach nach, also wenn ihr 25 oder, ja doch, ich glaube 25 oder 35 Zeiteinheiten vergangen habt, dann kommt der blaue Gohan immer nach 6 Zeiteinheiten wieder rein, weil er selber schon reduzierte Zeiteinheiten hat. Und wenn man dann noch den grünen Extreme Gohan spielt, leider gibt es aktuell noch keinen vernünftigen grünen Charakter irgendwie außer den Trunks noch für Hybrid. Also den Movie-Saga-Trunks. Man kann auch den Transforming-Trunks nehmen, aber ist er auf jeden Fall ziemlich krass. Wir können mal uns die Erläuterung angucken. Warum ist es jetzt auf einmal nicht mehr deutsch? Okay. Egal. Here's a damage output as well. Ja, der hat halt einen hohen Damage Output und gibt halt Ki wieder. Außerdem zieht er dreimal eine Karte nach, was auch sehr gut ist. Ich weiß nicht, was Daunting ehrlich gesagt heißt. Aber er hat halt ein Teamproblem, weil in Sonnenfamilie kann man einfach besser Super Saiyan 4 spielen, finde ich. Weil er halt Saiyan ist. Und dass Sonnenfamilie fast nur aus Goku aktuell besteht. In Hybrid würde ich halt eher den LF spielen. Ist also auch nicht so krass. Und hier steht aber auch nochmal, damit nicht alle wieder, nee, der ist aber ein LF und der ist viel besser. Hier steht halt nochmal, habt es im Sinn, dass diese Tierliste nur theoretische Teams im Gedanke hat. Also es gibt keine, also es gibt kein Szenario, wo man einen guten Grund hat, also Goten eher zu benutzen als Super Saiyajin, ja, 2 Gohan Pure, also lila, ist auch richtig. Warum sollte man den benutzen, wenn man den lila Gohan hat, der halt einen Rising Rush überleben kann? Ist halt nun mal so, hätte der diese Fähigkeit nicht, sehe es vielleicht anders aus. Aber Goten ist auf jeden Fall gut, kann ich euch sagen. Ja, und die sagen auch nochmal hier Purple, Purple, Red Team. Da macht er auf jeden Fall Sinn. Irgendwo ein Yellow. Ja. Ja. Also mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Vegeta. Ja. Tier 1 gerechtfertigt. Er hält halt nicht viel aus. Er kann nicht viel austeilen. Er ist halt nur für den Support. Genauso wie Vados. Wobei Vados wahrscheinlich sogar über ihm wäre, wenn Godki etwas stärker wäre, weil er bufft halt Saiyan und Saiyan gibt es halt viele, deswegen ist er universaler einsetzbar. Broly, ja, eigentlich nur im Super Saiyan Movie Saga Team, deswegen relativ weit unten, weil beide nicht so hoch sind. Mayub kann ich auch nicht höher einstufen, weil er ist im GT-Team. GT ist noch nicht so krass, wie es sein sollte. Ich würde allerdings in Super Saiyajin 3 definitiv über Mayub setzen, wegen der erhöhten Kartenziehgeschwindigkeit. Der macht halt leider nicht so viel Damage, ne? Den Revive Goku würde ich ehrlich gesagt nicht mal so hoch packen. Den sieht man fast nie. Der hauptsächliche Grund, warum er wahrscheinlich hier oben ist, ist auch wirklich seine Revive-Fähigkeit. Ach, Maul!
hat Freezer sich auch nicht so krass hoch. Den würde ich sogar eher irgendwo hier unten einordnen. Er ist nicht schlecht, aber sein Team um ihn drumherum ist halt schlecht. Ja, der Rest ist halt so God Key und so weiter. Ist halt irgendwo nachvollziehbar, warum die unten sind. Nicht, weil diese Charaktere scheiße sind, sondern weil die Gesamtkombination, finde ich, wo sie spielbar sind, und das denken die wahrscheinlich auch, wo sie spielbar sind, nicht so vielfältig ist. Weil wenn wir uns mal hier oben angucken, die sind aktuell in vielen Teams sehr vielfältig einsetzbar. Hier zum Beispiel Regen oder auch mächtiger Feind. Blau ist halt auch nochmal ein Faktor. Viele hier oben sind Saiyajin oder Hybrid oder Regen. Das macht die halt auch deutlich mehrfach spielbar. Und die anderen hier unten, ja, den würde ich vielleicht nochmal etwas höher setzen. Aber da er nur God Key bufft und nicht Vegeta-Familie noch oder Saiyan oder Movie Saga, ist er wahrscheinlich sehr weit unten. Wenn er Movie Saga noch buffen würde, könnte er vielleicht auch irgendwo hier oben oder hier irgendwo so spielen. Aber deswegen ist er wahrscheinlich sehr weit unten. C17 würde ich sogar weiter nach unten packen. Da würde ich den Trunks eher nach oben packen. Extreme Gohan hat halt auch den Nachteil, dass er halt das Team nicht richtig bufft. Deswegen ist er wahrscheinlich hier mit unten, weil man nicht sagen kann, okay, der oder der ist besser. Cell hat halt auch stark nachgelassen. Ist wahrscheinlich auch nur noch hier oben wegen dem Revive. Popo genauso. God Key, mächtiger Feind und so. Wobei God Key noch nicht mal ein gegnerisches Universum. Und ja, unser Boy Gogeta gammelt auch hier unten rum. Ultra Instinct hat auch nachgelassen. Liegt alles, würde ich sagen, an der Gesamtfähigkeit von God Key. Da fehlt es halt an der Balance der Fighter, finde ich. Nicht, dass God Key schlecht ist, aber man muss extrem gut mit denen spielen können, was bei den anderen Teams halt teilweise nicht notwendig ist. Und der Rest ist, glaube ich, gar nicht mehr so relevant. Also die krasseste Veränderung, finde ich, ist auf jeden Fall hier oben zu finden mit den drei Fightern. Und ein paar sind abgerutscht, ein paar sind aufgestiegen. Also ich finde, im groben Ganzen ist das hier so alles gerechtfertigt. Ich würde halt den Bojack auf jeden Fall hier rauspacken und irgendwo hier reinpacken. Den Goten würde ich vielleicht sogar eine Stufe nach oben rutschen, in unterstes Tier S. Aber ich muss sagen, bei Goten kann ich es noch nicht mehr sicher sagen, weil ich ihn noch nicht gespielt habe. Super Saiyajin 4 Gogeta würde ich vielleicht auch etwas höher rücken, so in diese Riege vielleicht hier. Broly, muss man sagen, wer jetzt sagt so, boah, Broly macht aber so krass viel Schaden und hier und da, ist halt nur bei Super Saiyajin leider, sonst ist der halt nicht so krass einsetzbar. Dafür ist sein Toolkit halt nicht so vielfältig, finde ich. Deswegen denke ich mal zurecht hier unten. Aber mich würde mal eure Meinung interessieren, was haltet ihr von der Tierliste, und sagt nicht nur einfach, Gameplay, hat keine Ahnung, ist voll scheiße, sondern sagt mir einfach mal, wo ihr eure Charaktere hin positionieren würdet. Würde mich mal interessieren, vielleicht kann ich sogar mal irgendwann eine eigene Tierliste basteln. Mal gucken, es gibt so Seiten dafür. Ja, das war's von meiner Seite aus. Wie gesagt, lasst ein Abo und ein Like da. Kommentieren natürlich nicht vergessen. Wechselt in den Discord, seid bei den Livestreamen dabei. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann und ciao.